Bodelshausen ist die südlichste Gemeinde im Landkreis Tübingen. So wie mit dem benachbarten Zollernalbkreis arbeitet man hier vor Ort. Die Betriebe, Schulen, Vereine, Hilfsorganisationen und Kirchen bestens zusammen. Hand in Hand. Bodelshausen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit renommierten Industriebetrieben wie Markane und Joma Polytech. Bodelshausen bietet aber auch Menschen mit Behinderung gute Lebens- und Arbeitsbedingungen wie auf dem Kastanienhof. Ja, dazu braucht es gute Rahmenbedingungen, eine gute Infrastruktur, das heißt eine Regionalstadtbahn und den durchgängig vierspurigen Ausbau der B27. Hier müssen wir endlich vorankommen. Aber ohne schnelles Internet, ohne gigabitfähiges Breitband geht auch in Bodelshausen nichts. Dafür mache ich mich stark. Aber nicht nur für die moderne Kommunikation, auch für das traditionelle Buch. Ich freue mich, dass die Bücherei hier vor Ort vom Bund direkt gefördert wird und dass 200.000 Euro für den Ausbau der Kindergärten vom Bund bereitgestellt wurden. Auch die Schüler haben wir natürlich im Blick. Und deshalb ist der Austausch der Lichtanlage in der Sporthalle der Grundschule ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. So muss es jetzt weitergehen. Packen wir es an. Miteinander wegen morgen.